Hallo und herzlich willkommen beim Hope-Kolleg. Heute geht es um das Thema hebräisches Denken. Ich freue mich, dass Sie bereit sind, mich auf die Reise in das Denken der Hebräer zu begleiten. Das hebräische Denken beruht auf den folgenden Annahmen. Wir gehen davon aus, dass die Menschen, die in der Zeit des Alten Testamentes lebten, eine spezifische Tradition oder eine spezifische Kultur hatten, dass sie eine spezifische Sprache sprachen, eine spezifische Erfahrung machten und daher eine spezifische Art und Weise hatten zu denken. Hebräisches Denken beruht ferner auf der Annahme, dass das Alte Testament eine Art philosophische Einheit darstellt. Das heißt, es zieht sich so ein roter Faden durch dieses Alte Testament, liest man es von vorne bis hinten. Die erste Annahme betrifft die Mentalität und das Denken der Hebräer. Die zweite Annahme, dieser synthetische Ansatz, dass das Alte Testament eine Einheit darstellt. Zu Beginn möchte ich über die Beschaffenheit des hebräischen Denkens reden. Im hebräischen Denken geht das Handeln oder das Ereignis der Reflexion oder dem Denken voraus. Das hebräische Denken ist kein philosophisches System, so wie wir es aus dem Griechischen kennen würden. Es ist überhaupt kein Denksystem und das ist bereits ein Paradox, ein Widerspruch. Die Bibel enthält keine Abhandlung über die Zeit oder die Welt oder den Menschen. Das hebräische Denken konstruiert die Wahrheit nicht in einem System. Es ist vielmehr die Antwort auf ein Ereignis. Daher folgt im hebräischen Denken das Denken oder die Reflexion dem Ereignis, dem Handeln der Tat. Und das wird beispielsweise in der hebräischen Sprache sichtbar. Denn das Nomen wird im Hebräischen vom Verb abgeleitet. Und auch die Syntax oder die Stellung der Wörter in einem Satz zeugt davon. Denn das Verb steht vor dem Subjekt, also dem Menschen, der denkt, der reflektiert. Auch die Bibel beginnt mit einem Ereignis. Die Heilige Schrift beginnt mit dem Ereignis der Schöpfung. Und auf dieses Ereignis, auf dieses grundlegende Ereignis, werden sich die weiterfolgenden Autoren immer wieder beziehen. Die Heilsgeschichte beginnt also mit einem Ereignis, in dem der Mensch völlig abwesend ist. Sein Denken ist abwesend. Der Mensch wird geschaffen. Und aufgrund dessen, dass er geschaffen wird, kann er auf das Ereignis, das ihm vorausging, reagieren? Mit Lob, mit Freude, mit Denken. Auch die Heilsgeschichte oder die Theologie der Erlösung beginnt mit einem grundlegenden Ereignis, auf das sich die weiteren Autoren der Bibel immer wieder beziehen werden. Die Theologie der Erlösung beginnt mit dem Ereignis des Exodus. Gott führt sein Volk aus Ägypten. Und dieses Ereignis ist grundlegend. Im Rahmen dieses Ereignisses sagt der biblische Text Folgendes. Und diese Stelle möchte ich mit Ihnen gemeinsam lesen. Sie findet sich im zweiten Buch Mose oder im Buch Exodus. Und zwar in Kapitel 24, Vers 7. Und dort werden wir sehen, dass das Ereignis, das Handeln der Reflexion oder dem Denken vorausgeht. 2. Mose 24, Vers 7. Und er nahm das Buch des Bundes. Hier geht es um den Bundesschluss am Sinai. Gott befreit sein Volk aus Ägypten und bringt es an den Sinai, wo er einen Bund mit ihm schließt, sich mit seinem Volk verbündet. Und da nimmt Mose das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes. Und sie sprachen, und jetzt kommt die interessante Aussage, alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun und darauf hören. Wollen wir tun, es geht um das Handeln, und darauf hören. Das bedeutet, das Verstehen, das Hören entspringt dem Handeln oder dem Tun. Das läuft
unserer Auffassung, die wir in der westlichen Welt haben, etwas entgegen. Das geistliche Hören, das Verstehen entspringt dem Tun. Im Westen denken wir von der Ursache zur Wirkung. Der Hebräer denkt von der Wirkung zur Ursache zurück. Der Prophet Micha beispielsweise im ersten Kapitel beschreibt Städte, die über die weinen, die ins Exil gegangen sind, bevor er die Städte benennt, die ihre Bewohner ins Exil senden. Zuerst die Wirkung, dann die Ursache. Descartes sagte einst, ich denke, darum bin ich. Der Hebräer sagt, ich bin, darum denke ich. Das Denken wird in der Geschichte generiert. Es entsteht in der Geschichte und lässt sich auf die Abenteuer der Geschichte ein. Mein zweiter Punkt betrifft das Wissen und die Intelligenz. Wissen und Intelligenz spielen in unserer Gesellschaft eine große Rolle. Derjenige, der weiß, hat Macht. Derjenige, der intelligent ist, wird bewundert. Allerdings ist das Wissen und die Intelligenz im hebräischen Denken etwas anders geartet. Denn der Grundsatz, dass das Ereignis dem Denken oder Reflektieren vorausgeht, findet sich auch im Wissen und in der Intelligenz, so wie sie die Hebräer andachten, wieder. Der Gedanke entsteht nach dem Ereignis, nach dem Tun und ist das Ergebnis eines Ereignisses. Das heißt, der Hebräer kennt oder weiß etwas aufgrund seiner existenziellen Erfahrung mit ihm. Die existenzielle Erfahrung steht im Vordergrund. Das hebräische Wort für Wissen ist Yada. Und Yada bezeichnet auch die Dynamik zwischen der Beziehung, die zwischen Mann und Frau da ist. Einige ältere Bibelübersetzungen übersetzen das auch noch so, indem sie sagen, und Adam erkannte seine Frau oder sein Weib, wahrscheinlich in den älteren Bibelübersetzungen. Kennen ist Beziehung. Yada, das Wort für Kennen oder Wissen im Hebräischen, wird auch für die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen verwendet. Jemanden zu kennen bedeutet, mit ihm zu leben, mit ihm zu gehen, sich ihm auch in gewisser Weise hinzugeben. Es ist also nicht nur die Tatsache, etwas zu analysieren oder intellektuell zu ergreifen, sondern kennen bedeutet Erfahrung, Gehen mit jemandem, persönliche Hingabe an diesen Menschen. Interessant ist auch hier ein Vers oder eine Textstelle, die wir in der biblischen Geschichte finden. Und auch die möchte ich mit Ihnen lesen. Sie findet sich im Psalm 95. Psalm 95 und dort in Vers 10. Da spricht Gott, 40 Jahre war dies Volk mir zuwider. Hier bezieht er sich auf die Wüstenwanderung des Volkes Israel. Und er sagt und sprach, es sind Leute, deren Herz immer den Irrweg will und die meine Wege nicht lernen wollten. Hier übersetzt Luther, und die meine Wege nicht lernen wollten, da steht im Hebräischen diese Wurzel Yada. Man könnte auch übersetzen, und die meine Wege nicht erkannt haben oder die meine Wege nicht kennen. Da ist doch ein Paradox. Dieses Volk lebt oder geht 40 Jahre, und das ist eine lange Zeit, 40 Jahre mit Gott durch die Wüste. Und Gott sagt nach diesen 40 Jahren, sie kennen mich nicht. Sie kennen meine Wege nicht. Weil Kennen im hebräischen Denken Hingabe bedeutet, Treue, genau das zu leben, was Gott lebt in unserer menschlichen Sphäre. Dieses gleiche Schema gilt auch für die Vorstellung von Intelligenz im hebräischen Denken. Im hebräischen Denken ist Intelligenz nicht die Fähigkeit, etwas von außen zu analysieren oder kritisch zu beleuchten, sondern im hebräischen Denken ist Intelligenz die Fähigkeit, etwas zu empfangen.
Der Sitz der Intelligenz liegt daher im hebräischen Denken im Ohr. Warum? Weil man durch das Ohr ein Wort empfängt. Wenn man durch das Ohr etwas empfängt, was ein anderer sagt. Und der Prophet Jesaja bringt das gut zum Ausdruck im 50. Kapitel, wenn Sie das mal nachlesen wollen, in den Versen 4 bis 5. Da sagt er, alle Morgen weckt er mir das Ohr, damit ich höre, wie ein Jünger hört. Und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Der Sitz der Intelligenz liegt im Ohr. Intelligenz ist im hebräischen Denken diese Fähigkeit, etwas zu empfangen. Und selbst die Offenbarung im Neuen Testament greift auf dieses Denken zurück und sagt, wer ein Ohr hat, der höre. Intelligenz ist die Fähigkeit, zuzuhören. Und wir wissen genau, wie schwer es uns fällt, tatsächlich zuzuhören. Tatsächlich sich auf das einzulassen, was der andere sagt. Intelligenz ist auch die Fähigkeit, auf die Erfahrung sich einzulassen, die zuerst kommt. Offen zu sein für diese Erfahrung, für dieses Gehen, für dieses Kennen Gottes. Wir werden tun und dann hören. Intelligenz bedeutet zu hören. Und das folgt dem Ereignis oder der Tat. Da das Ohr der Sitz der Intelligenz ist, tritt natürlich etwas von außerhalb in unser Ohr hinein. Dieses Wort, das von außerhalb in es hineindringt. Daher ist Intelligenz im hebräischen Denken eng verwoben mit dem Konzept der Offenbarung. Und der Psalmist bringt das auch zum Ausdruck. Unterweise mich, damit ich verstehe. Wenn Sie einmal Zeit haben, lesen Sie Psalm 119, da kommt das sehr oft vor. Unterweise mich, damit ich verstehe. Intelligenz ist ganz, ganz eng verwoben mit Offenbarung. Und im biblischen Denken mit einem Gott, der sich offenbart, der sich zu erkennen gibt und der auch dieses Wort in das Ohr der Menschen hineinlegen möchte. Intelligenz wird auch verbunden mit der Fähigkeit, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Und manche sagen, dass das Wort für Intelligenz im Hebräischen Bina eng verwoben ist mit Bein, zwischen. Zwischen Gut und Böse unterscheiden. Und dies ist nur möglich, wenn wir genau zugehört haben. Nur wenn wir zugehört haben, können wir tatsächlich uns sozusagen als intelligente Menschen in dieser Welt bewegen und wahre Mitmenschen werden. Zuhören, auf Gott hören. Zwischen Gut und Böse unterscheiden lernen in einer komplexen und absurden Welt. Ganz erstaunlich ist es dann natürlich nicht, dass das Wort Bin für Verstehen ein Schlüsselwort des Buches Daniels ist. Der Prophet, der sich auch mit Weisheit und Intelligenz beschäftigt. Wissen und Intelligenz stehen eng in Verbindung mit einer existenziellen Erfahrung, die wir machen können im Leben. Diese Fähigkeit, sich jemandem hinzugeben und die Fähigkeit zuzuhören, sind mit diesen beiden Gedanken sehr, sehr eng verwoben. Nun möchte ich auf das Konzept der Totalität oder Gesamtheit zu sprechen kommen. Wissen und Intelligenz werden in der Schrift niemals nur als bloße intellektuelle Fähigkeiten dargestellt, sondern sie sind stets in ihrer Gesamtheit betrachtet. Zu wissen ist also nicht nur ein mentaler Prozess oder das Ergebnis einer Sinneswahrnehmung, sondern zu wissen bedeutet, das Wissen konkret im Leben anzuwenden. Theorie und Praxis gehen Hand in Hand. Das Leben spricht eine Sprache. Und auch zu verstehen ist nicht nur ein intellektueller Vorgang, sondern zu verstehen bedeutet, konkret kluge, richtige Entscheidungen zu treffen und diese Entscheidung im Leben konkret anzuwenden. Das hebräische Denken ist im Leben verankert. Es wird im Leben sichtbar. Mein Denken wird im Leben sichtbar. Es geht Hand in Hand. Nichts kann getrennt von einem anderen Aspekt beleuchtet werden. Das Gesamtbild ist gefragt.
Und die Vorstellung von Gesamtheit ist im hebräischen Denken von großer Bedeutung. Gesamtbild. Für den Hebräer bedeutet es, zu denken, indem er das Gesamtbild erfasst. Und das wird wiederum in der hebräischen Sprache sichtbar. Die Wurzel des Wortes umfasst die Gesamtheit der Vorstellung. Das Wort Davar beispielsweise bedeutet sprechen und handeln gleichzeitig. Wir im Deutschen haben zwei Verben dafür. Der Hebräer hat nur eines. Sprechen und handeln. Wenn Gott spricht, dann handelt er. Das Wort ist die Tat. Auch die Wurzel Chata beispielsweise, die eine der Wurzeln ist, die das Sündigen beschreibt, bezeichnet den Akt des Sündigens, den Tadel für diesen Akt, die Schuld für diesen Akt, die Bestrafung für diesen Akt und das Opfer für diesen Akt. Eine Wurzel zeichnet das Gesamtbild. Es geht um Gesamtheit. Die Gesamtheit wird ferner durch die Assoziation von gegensätzlichen Motiven im Alten Testament angedacht. Man spricht von Norden und Süden, von Arm und Reich, von Abend und Morgen, von Alt und Jung. Das hebräische Denken steht im Leben. Nichts kann getrennt betrachtet werden. Und selbst in dieser Spannung von gegensätzlichen Polen soll die Gesamtheit angedacht werden. Hier möchte ich Ihnen ein konkretes Beispiel nennen, das ebenfalls in dieses Gesamtbild hineinpassen könnte. Im Hebräischen gibt es nur ein einziges Wort für ins Exil gehen und sich offenbaren. Das Wort heißt Gala im Hebräischen. Gala bedeutet also ins Exil gehen und sich offenbaren. Ein einziges Wort. Denn der Hebräer sagt, dass wenn er ins Exil geht, dann ist er in einer schwierigen Situation, dann ist er nicht zu Hause. Dann befindet er sich vor vielen, vielen Herausforderungen, weit von sich zu Hause entfernt. Und genau in schwierigen Momenten der Existenz offenbart er sich, offenbart er sein wahres Gesicht, offenbart, was in seinem Herzen ist. Und wir können das nachvollziehen. Wir lernen Menschen dann kennen, wenn sie in schwierigen Momenten sind. Da sehen wir auch, was hinter einem Menschen stecken kann. Der Hebräer, wenn er ins Exil geht, offenbart sich selbst. Das Gesamtbild ist gefragt. Und wir wissen natürlich in der biblischen Geschichte, dass dieser Gott ebenfalls ins Exil geht. Als er seinen Sohn sendet, der in unsere Welt hinabsteigt, in unsere Realität kommt. Und da offenbart er sich. Offenbart sich vor allem am Kreuz, wo es ihn wirklich an den Hals geht. Ins Exil gehen und sich offenbaren, gehören zu einem Gesamtbild. Der Hebräer denkt auch die Welt an, in der er steht. Und ich möchte einige Worte in Bezug auf die Welt verlieren. Der Hebräer hatte kein spezifisches Wort, um den Raum, in dem er lebte, zu bezeichnen. Man nannte die Welt Himmel und Erde, und so beginnt ja auch die biblische Geschichte im Rahmen des Ereignisses Schöpfung. Und Himmel und Erde ist immer mit der Vorstellung Schöpfung in Verbindung gebracht. Welt, unser Lebensraum, ist ganz eng mit der Schöpfung verbunden. Der Begriff Himmel und Erde beziehen sich also auf das menschliche Universum, in dem wir leben, die geschaffene Welt. Und wir sind Bestandteil dieser geschaffenen Welt. Das Ziel des Hebräers ist es nicht, eine objektive, wissenschaftliche Realität der Welt zu zeichnen. Er interessiert sich für das Leben, für seine Welt, für die er geschaffen wurde. Im hebräischen Denken ist die Welt einerseits begrenzt und andererseits unbegrenzt. Und diese Spannung, die zwischen dem Begrenztsein und dem Unbegrenztsein entsteht, ist wichtig für den Hebräer. Denn der Hebräer weiß, wie man mit Spannungen lebt.
Die Welt wurde erschaffen. Und das beinhaltet, dass die Welt eine Realität ist, die keine Kraft in sich selber hat, sondern ihre Existenz einer externen Macht verdankt. Gott ist der Eigentümer. Gott ist der Souverän. Und er ist der Schöpfer. Von ihm geht die Initiative aus, dass es eine Welt gibt. Das Verb schaffen, bara, eines der Verben im Hebräischen für schaffen oder machen, hat nur Gott zum Subjekt. Und dieses Verb impliziert oder beinhaltet, dass die Welt als etwas Neues kam. Denn das Verb bara wird immer mit Neuem assoziiert oder in Zusammenhang gebracht. Das heißt, das Konzept der Schöpfung impliziert einen signifikanten Bruch zwischen dem, was vorher da war, und dem, was jetzt da ist. Die Welt ist also nicht Präexistenz oder Gott selbst. Sie ist einfach der Raum, der geschaffen ist von Gott und von Göttern entleert ist. Die Sonne und der Mond und die Bäume sind keine Götter, die angebetet werden dürfen, sondern sie sind begrenzte Dinge, Instrumente, die verwendet werden dürfen. Von daher verwendet der Autor, der 1. Mose 1 verfasst, auch nicht die gängigen Begriffe für Sonne und Mond, sondern er spricht von einem großen Licht und von einem kleinen Licht, als ob er sagen wollte, dass Sonne und Mond keine Götter sind, sondern einfach nur Instrumente, die da sind, die zu unserem Universum gehören. Auf der anderen Seite ist die Welt auch unendlich. Der Mensch verliert sich in der Welt. Und auch hier gibt es ein zweites Wort im Hebräischen, Olam, das diese Unendlichkeit der Welt bezeichnet. Eretz für Erde, das wir aus 1. Mose 1 kennen, bezeichnet auch ein Land, das abgegrenzt ist, das begrenzt ist. Aber Olam spricht von dieser Unendlichkeit, in der sich der Mensch verlieren kann als geschaffenes Wesen. Der Mensch lebt sozusagen in dieser Spannung zwischen dieser Begrenztheit der Welt und dieser Unendlichkeit der Welt, die ihn umgibt. Und diese zwei Auffassungen werden ganz zu Beginn der biblischen Geschichte, also im Rahmen dieses großen ersten Ereignisses, dargestellt. In 1. Mose 1 verliert sich der Mensch in dieser großen Welt, für die er angedacht wurde. In Genesis 2 oder 1. Mose 2 besitzt der Mensch den gesamten Raum. Alles dreht sich um ihn und ist ihm zu Diensten. Er benennt die Tiere, der Mann benennt die Frau, die für ihn geschaffen wird. Und von daher hat die Bibel manchmal den Menschen als Herrn der Welt vor Augen und manchmal den Menschen als unscheinbare Kreatur, die sich in dieser unendlichen Größe des Universums verliert. Und beide Perspektiven werden oft im gleichen Kontext verwendet. Lesen Sie einmal Psalm 8 oder erst die ersten beiden Schöpfungsberichte. Als ob der biblische Text sagen wollte, dass diese beiden Aspekte, diese Spannungspole völlig zusammengehören und dieses Gesamtbild zeichnen. Die Spannung ist vital, weil sie den Menschen vor zwei Fallen schützt. Nämlich vor der Falle, die Welt anzubeten und ein Götzendiener zu werden. Und vor der Falle, die Welt auszubeuten. Der Hebräer lebt mit Spannungen. Und sie gehören zu seinem Leben. Eine weitere Spannung, die gezeichnet wird im hebräischen Denken in Bezug auf die Welt, ist die, dass die Welt einerseits gut ist oder sehr gut ist und auf der anderen Seite schlecht oder böse. Der Schöpfungsbericht, vor allem der erste, wird von dem Adjektiv gut strukturiert. Alles ist gut. Es wird 7-mal verwendet. Und am Ende kommt der Superlativ. Alles ist sehr gut. Die Welt ist gut, sehr gut. Und sie darf vom Menschen angenommen und auch genossen werden. Wir dürfen das Gute genießen. Auf der anderen Seite jedoch
wird die Welt auch als böse beschrieben. Das Böse ist eine Komponente im Leben des Menschen nach den Ereignissen, die in 1. Mose 3 geschildert werden. Das Böse wird im hebräischen Denken nicht geleugnet oder nicht beiseite geschoben. Es wird auch nicht als gut deklariert. Das Böse ist böse und wird als negativ empfunden. Es entsprang einem Unfall, der nicht gewollt war. Und auch hier steht der Hebräer in dieser Spannung. Gut und Böse sind Komponenten des Lebens. Und sie zeugen von der Komplexität, in die wir hineingeworfen werden als Menschen. Denn Gut und Böse haben sich miteinander vermischt und die Linien zu ziehen ist nicht mehr einfach. Aber genau in dieser Spannung, in die der Hebräer oder der Mensch hineingeworfen ist, entsteht Hoffnung. Hoffnung auf etwas Besseres. In dieser Komplexität einer gebrochenen Welt, jenseits von Eden, jenseits von 1. Mose 3, hofft der Mensch auf etwas Besseres. Im Rahmen der Erfahrung des Bösen und des Guten bleibt der Mensch in Kontakt mit dem Guten, weil er sich nach diesem sehnt. Und diese Konfliktsituation inspiriert einerseits die Auflehnung des Menschen sowie seine Sehnsucht nach einer anderen Ordnung. Diese Sehnsucht nach einer anderen Ordnung beseelt uns Menschen. Der Hebräer lebt mit dieser Spannung zwischen Gut und Böse, zwischen Begrenztheit und Unbegrenztheit. Und er geht durch das Leben, verankert in der Existenz. Er sieht das Gesamtbild. Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie mich auf dieser ersten Etappe meiner Reise in das hebräische Denken begleitet haben. Und ich würde mich freuen, Sie bei einer nächsten Hope-Kolleg-Sendung wieder begrüßen zu dürfen. Auf Wiedersehen.